Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Die Aufräumarbeiten laufen, die Zahl der Hangrutsche geht zurück. Die Zeichen stehen auf Entspannung in den Hochwassergebieten im Süden, auch wenn die Gefahr noch nicht vorüber ist. Die Gehaltsdebatte in der Politik dauert an. Bürgermeister werden sehr unterschiedlich bezahlt, verdienen aber mitunter 16.000 Euro. Und große Trauer um Sinéad O'Connor. Tausende nehmen heute Anteil bei der Verabschiedung der großen Sängerin. Das Wetter bringt morgen von Norden her wieder Regen. Endlich kann also Entspannung gemeldet werden in den Überschwemmungsgebieten Kärntens und der Steiermark. Das Wasser geht zurück, es gibt keine neuen Niederschläge im Moment. Fachleute warnen aber weiter vor der Gefahr. Hangrutschungen können nach wie vor auftreten, auch wenn die Zahl der Meldungen heute gesunken ist. Jetzt hat das große Aufräumen begonnen. Für Einsatzkräfte, Betroffene und Freiwillige gibt es also noch kein Durchatmen. Fast 1000 Jahre alt ist der Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten. Jetzt ist die Mauer, die um den Stiftsgarten verläuft, eingestürzt. Der Hang hat zu rutschen begonnen. Und das ist nicht das einzige Problem in der Gemeinde. Derzeit geht es noch um Hangrutschungen, um Straßen, die weggebrochen sind, um private Objekte. Aber auch gestern haben wir beim Bach eine Brücke herausgefischt mit dem Kran. Jede zweite Gemeinde in Kärnten ist derzeit von den Auswirkungen der Unwetter betroffen. Hier in Bad Eisenkappel sind immer noch einige Bauernhöfe von der Außenwelt abgeschnitten. Mit Hochdruck wird daran gearbeitet, Zerstörungen zu beseitigen. Diese Brücke, die zu einem Hof führt, steht durch die ungewöhnlichen Wassermassen unter Druck. Per Bagger werden Bäume und Geröll aus dem Fluss geholt, damit sie nicht weggerissen wird. Wir kämpfen jetzt mit Objektschutz und die Nachbarn alle mit entweder Stallgebäude und andere Wirtschaftsgebäude. Wir haben nur einen einzigen Bagger hier in diesem Graben, der jetzt praktisch nur von einem Objekt zum anderen fährt und hier nebenbei die Brücke praktisch mehr oder weniger schützen muss. Ortswechsel in die Steiermark. Auch hier wird weiter aufgeräumt. Die meisten Rückhaltebecken, in denen kurzfristig große Mengen an Niederschlagswasser gespeichert werden können, sind wieder leer. Am Wochenende waren sie übervoll. Jetzt muss der übrig gebliebene Schlamm ausgebaggert werden. Die Rückhaltebecken haben ihr Bestes dazu beigetragen, den Schaden zu minimieren. In Einzelfällen ist es einfach schlichtweg nicht möglich, sämtliche Szenarien mit abzudecken. Und das ist auch hier leider Gottes passiert. In der Steiermark möchte man weiter auf diese Art des Hochwasserschutzes setzen. 200 Becken gibt es bisher, 17 weitere sind in Planung. Vieles wäre in den letzten Tagen nicht zu schaffen gewesen ohne die hunderten Helferinnen und Helfer, die in den Katastrophengebieten angepackt haben, wo es nötig war. Viele von ihnen sind Freiwillige bei der Feuerwehr zum Beispiel und einige nehmen sich dafür extra Urlaub. Andere werden vom Job freigestellt. Thomas Malle ist seit Tagen im Einsatz. Nach dem Kampf gegen Hangrutschungen und Wassermassen geht jetzt das große Aufräumen weiter. Fast 200 Einsätze gab es bisher alleine in Bad Eisenkappel in Kärnten. Wenn wirklich etwas Tragisches in unserer Gemeinde passiert und wir zum Einsatz müssen über einen längeren Zeitraum, gibt es von meiner Seite aus bei der Firma kein Problem. Wer im Katastrophenfall etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr mithilft, wird freigestellt, wenn das mit dem Arbeitgeber so vereinbart ist. Das heißt, es wird nicht jetzt irgendwie vom Urlaub abgebucht, sondern sie bekommen weiter ihr Entgelt. Der Arbeitgeber kann wiederum auf Förderungen aus einem Katastrophenrettungsfonds zurückgreifen und bekommt quasi einen Teil der Entgeltkosten refundiert. Und zwar bis zu 200 Euro pro Tag für jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin. Um sich für künftige Einsätze zu rüsten, hätte die Feuerwehr gerne mehr Geld, konkret 140 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds. Im überörtlichen Bereich wird man mehr brauchen, wird man mehr Gerätschaften brauchen, größere Gerätschaften brauchen, spezialisieren, die einzelnen Feuerwehren, Stützpunkte spezialisieren. Gefragt sei aber auch die Bevölkerung. Hier gehe es etwa darum, Schächte rechtzeitig abzudecken und Sandsäcke zu organisieren. Denn extreme Wetterereignisse nehmen zu und damit auch die Herausforderungen für die Einsatzkräfte. Dennoch muss die aktuelle Unwetterkatastrophe in Kärnten und der Steiermark bewältigt werden. Dazu ist aus Graz der steirische Landeshauptmann Christoph Drechsler von der ÖVP live zugeschaltet in der ZIP 2 bei Armin Wolf ab 22 Uhr.
Wenden wir uns jetzt einer eher heiklen Debatte zu, nämlich dem Verhältnis von Politik und Geld. In der Spitzenpolitik auf Bundesebene wird es ja heuer bekanntlich keine Gehaltserhöhung geben. Aber auf den unteren Ebenen ist sie durchaus möglich, etwa für Bürgermeisterinnen. Wie viel die Ortschefs verdienen, das regeln die Bundesländer. Und da gibt es für die eigentlich gleiche Arbeit große Unterschiede. Entscheidend ist außerdem die Ortsgröße. In kleinen Gemeinden mit weniger als 500 Menschen bekommt ein Bürgermeister in der Steiermark 2.500 Euro brutto fast. In Salzburg jedoch mehr als 5.000. Im Burgenland muss man für diese 5.000 Euro brutto schon eine große Gemeinde führen. In Oberösterreich dann liegt das Höchstgehalt wieder bei 10.000. Und dann gibt es noch Vorarlberg. Im Ländle erhalten Bürgermeister einen Bonus, wenn viele Touristen die Gemeinde besuchen. Da steigt das Gehalt dann auf bis zu 16.000 Euro brutto. Das ist dann wiederum fast schon so viel, wie der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann verdient. Michael Ludwig kommt auf 18.800. In einer Stadt wie Wien mit 1,9 Millionen Einwohnern, Spitälern, unzähligen Straßen, Schulen, Kindergärten gibt es weit mehr Arbeit und Lohn für den Bürgermeister als für einen, der knapp 500 Seelen zu betreuen hat. Was sie eint? Die Diskussion um ihr Gehalt und die steigende Verantwortung. Deshalb stimmen viele Bürgermeister nicht in den Chor derer ein, die nach Nulllohnrunden rufen. Und? Es geht uns nicht um die Höhe des Gehaltes, sondern es geht uns auch vielmehr um die Absicherung, was passiert noch ein, zwei, drei Perioden Bürgermeister. Und man hat dann noch, weiß ich, 5 Jahre bis zur Pensionierung. Da brauchen wir ein Auffangnetz. Ein Rund-um-die-Uhr-Job brauche mehr Absicherung. Ich spreche hier zum Beispiel eine Karenzmöglichkeit an für junge Bürgermeisterinnen, aber natürlich auch genauso für die männlichen Kollegen. Diese Möglichkeit besteht bis jetzt nicht. Das soll pensionsrechtlich natürlich auch passen. Und noch etwas? Man müsste wahrscheinlich mehr Berater auch den Bürgermeistern zur Verfügung stellen. Die ganzen Strafrechtsfragen sind ja wirklich schon berufsgefährdend sozusagen. Deshalb wäre mehr Gehalt auch durchaus leistungsgerecht. Das ganz große Geld beschäftigt gerade Italien. Denn der Ministerrat hat gestern Abend in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen bemerkenswerten Schritt beschlossen. Nämlich eine Übergewinnsteuer für die italienischen Banken, die einen erklecklichen Teil der Gewinne im Jahr 2023 abgeben sollen. Allerdings ausgerechnet der zuständige Minister hat bei der Bekanntgabe gefehlt. Es sollte der Kehraus vor der Sommerpause werden gestern mit einem entspannten Regierungsteam und einem bunten Strauß an Themen, die man längst zu kennen glaubte. Doch nach 3 Stunden überrascht ein ganz anderes, verkündet vom Vizepremier und Lega-Chef. Eine Sonderabgabe von 40% auf die Übergewinne der Banken in diesem Jahr. Denn während sich Kreditkosten durch hohe Zinsen verdoppelt hätten, spüre man bei den Einlagen nichts davon. Wie viel da lukriert werden kann, kann Salvini nicht genau sagen. Sicher Milliarden. Verwunderlich nicht nur diese Unschärfe. Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti, auf dessen Vorschlag das beschlossen worden sei, ist bei der Pressekonferenz trotz vorheriger Ankündigung nicht zu sehen. Er soll zur Vorsicht gemahnt haben und hatte noch unlängst gesagt, an so eine Steuer sei nicht gedacht. Eine Maßnahme wegen Fragen des Wettbewerbsrechts, ohnehin umstritten. Dazu eine Ankündigung ohne technische Details oder Zahlen und dann auch noch ein ressortzuständiger Minister auf Tauchstation. Italiens Bankenübergewinnsteuer legt keinen guten Start hin. Die Milliarden zählt man heute dennoch. 10 Milliarden Euro an Kursverlusten für Italiens Banken nämlich. Und das allein bis Mittag. Wieder einmal sprechen die Märkte eine unmissverständlichere Sprache als die Politik. In der Ukraine nehmen die russischen Angriffe kein Ende und immer wieder sind Zivilistinnen und Zivilisten die Leidtragenden. In der Nacht wird in Pokrowsk im Osten ein Wohnviertel von russischen Raketen getroffen. Während Rettungskräfte sich um die Opfer kümmern, feuert Russland eine zweite Rakete auf das Haus ab. Zurück bleiben Zerstörung und Leid. Russische Raketen treffen in der Nacht mehrere Gebäude. Besonders schwer trifft es dieses Hotel. Auch Wohnhäuser werden beschädigt. Auf einmal ein Knall. Das war alles. Ich spürte die Flammen, dann bin ich auf den Boden gefallen. Meine Augen schmerzen sehr, sonst bin ich aber okay. Nur ein Splitter in meinem Hals, das ist alles. Erst in der Früh kann mit den Aufräumarbeiten in Pokrowsk begonnen werden. Zu groß ist die Gefahr von weiterem Beschuss, heißt es von ukrainischer Seite.
Unter den Toten seien hauptsächlich Zivilistinnen und Zivilisten, aber auch Rettungskräfte. Mehr als 80 Menschen wurden laut dem ukrainischen Innenministerium verletzt. Russland äußert sich dazu nicht. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums gibt stattdessen die Zerstörung eines ukrainischen Gefechtsstandes nahe der Stadt bekannt. Auf einem vom russischen Ministerium veröffentlichten Video ist zu sehen, wie eine ukrainische Stellung getroffen wird. Der scharfe neue Asylkurs in Großbritannien wird konkret. Eine erste Gruppe von Migranten ist in einer umstrittenen schwimmenden Unterkunft im Hafen von Portland untergebracht worden. Außerdem wird Anwälten mit Haft gedroht, wenn sie Asylbetrug begünstigen. Die Regierung sieht das als notwendig gegen unerwünschte Migration. Kritiker sprechen hingegen von leerer Symbolpolitik, wie uns Jörg Winter berichtet. Eine schwimmende Unterkunft, zuletzt für Ölarbeiter genutzt und für 200 Personen ausgelegt. Jetzt will man 500, nur Männer, auf dem Lastkahn mit Containerwohnungen unterbringen, während die auf den Asylbescheid warten. Die ersten werden an Bord gebracht, einige haben sich geweigert. Ihnen droht jetzt der Verlust an staatlicher Unterstützung. Das Gesicht der harten Asyllinie ist Innenministerin Suella Braverman, die jetzt Anwälten mit langen Haftstrafen droht, wenn die zu gefälschten Asylanträgen raten, um die Chancen auf einen positiven Bescheid zu erhöhen. Notwendige Abschreckung, um die illegale Migration einzudämmen, sagt die Regierung. Populismus ohne Substanz, sagen Kritiker. Die Regierung spielt den Leuten nur etwas vor und produziert bedeutungslose Schlagzeilen. Die Asylpolitik der Tories ist gescheitert, sagen Oppositionspolitiker. Die Tories haben vor der Sommerpause noch ein neues Gesetz durchgebracht. Die meisten, die künftig illegal nach Großbritannien kommen, dürfen keinen Asylantrag mehr stellen und sollen so rasch wie möglich abgeschoben werden. Das mag für Teile der Bevölkerung gut klingen, ist derzeit aber undurchführbar. Ein etwa mit Ruanda geschlossenes Abschiebeabkommen hängt im britischen Gerichtssystem fest. Und selbst wenn es aktiviert werden kann, wäre es im Umfang viel zu klein, um den Rückstau an Asylanträgen nachhaltig lösen zu können. Eine echte Strategie ist gefragt, anstatt von vorgegaukelten Lösungen. Das gilt in Großbritannien genauso wie anderswo. Berichtet Jörg Winter. Ob Großbritannien oder die EU, zahllose Menschen wollen es nach Europa schaffen und sie nehmen dafür große Gefahren auf sich. Knapp 1.900 Menschen sind heuer schon ertrunken beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Seenotrettung kommt oft zu spät. Trotzdem argumentieren ja manche Parteien, dass die Rettungsschiffe die Menschen animieren würden, die Flucht doch zu wagen. Wissenschaftlich lässt sich das allerdings nicht belegen. Das zeigt eine große neue Studie. 2014 endete die italienische staatliche Seenotrettungsoperation Mare Nostrum. Seitdem sind Menschen in Seenot auf NGOs angewiesen. Und seit 2017 nimmt die Anzahl der koordinierten Pushbacks, also unrechtmäßiger Rückschiebungen im Mittelmeer, zu. Eine neue Studie zeigt, dass die Zäsuren in der Seenotrettung keinen Einfluss darauf haben, wie viele Menschen versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, so die Studienautorin. Wir sehen in unserer Studie, dass die Seenotrettung keinen Einfluss in den Zeitraum von 9 Jahren auf die Migrationsbewegungen gehabt hat. Stattdessen haben wir herausgefunden, dass mit Hilfe von anderen Faktoren wie ökonomische Krisen, Naturkatastrophen, Konflikten die Migrationsbewegungen in diesem Zeitraum vorhersagbar gewesen wären. Die Ergebnisse bestätigen den aktuellen Wissensstand in der Migrationsforschung. Neu sei der Nachweis durch eine sehr große Menge an einbezogenen Daten, erklärt die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Ableitung, nämlich auch für politische Handlung. Weil was Seenotrettung natürlich macht, ist, es führt zu weniger Toten im Mittelmeer. Es heißt aber nicht, dass durch Seenotrettung generell mehr Überfahrten stattfinden. Darüber ist man sich schon lange in der Wissenschaft einig, auch wenn der politische Diskurs oft etwas anderes suggeriert. Nach dem Putsch im Niger ist die Sorge im Westen groß. Viele versuchen, mit dem Militärregime zu verhandeln. Die USA haben gerade eine ihrer besten Diplomatinnen in das westafrikanische Land geschickt. Bisher aber ist das eine Mission Impossible. Die Feindseligkeit gegenüber dem Westen ist groß, die Region schon seit Jahren im Umbruch. Der Putsch im Niger ist nur der bisher letzte einer ganzen Serie. 2020 etwa übernimmt das Militär im Nachbarstaat Mali die Kontrolle. Im Jahr darauf werden auch die Regierungen im Tschad und in Guinea aus dem Amt geputscht. Und auch im benachbarten Burkina Faso ist seit etwas mehr als einem Jahr das Militär an der Macht. Und mit dem Niger ist die letzte halbwegs funktionierende Demokratie in der Region nun auch noch gefallen.
Unter den Männern herrscht Einverständnis, die Militärs aus Mali und Burkina Faso zu Besuch bei den Gleichgesinnten im Niger. Junge Putschisten, die gegen die vom Westen gestützte Elite ihrer Länder aufgestanden sind, nicht gerade gegen den Willen des Volkes. Von Frankreich, dem ehemaligen Kolonialherrn, erwartet man sich nichts. Von ECOWAS, der westafrikanischen Staatengemeinschaft, auch nichts mehr. Es wird uns helfen, den Terrorismus zu bekämpfen, und ECOWAS sollte endlich verstehen, was die Menschen im Niger wollen. Sicherheit und raus aus der Armutsfalle, ein Versprechen, das sich so bald noch nicht erfüllen lassen wird, egal von wem. Die USA sehen noch ein Fenster für Diplomatie. The window of opportunity is definitely still open. Prigozhin, Chef der Wagner-Truppe, schickt schon beste Grüße an die Militärs. Wir sind immer auf der Seite der Guten, jener, die für Gerechtigkeit und für das Volk kämpfen. Ruft uns an. Und Russland setzt schon länger auf die Eroberung der Herzen. Die Generäle im Niger feiern ihren Coup. Es gibt einige, die da noch mitreden wollen. Wer kennt Dampfnudelblues, Leberkäse-Junkie und die Griesnockerl-Affäre? Ziemlich viele Leute, denn diese Eberhofer-Krimis sind äußerst beliebt, und nun kommt ein neuer Streifen ins Kino, wie Sie gleich noch sehen. Die Wirtschaftskammer fordert einen Ausbau der Kinderbetreuung. Ein Investment von mehr als 6 Milliarden Euro sei dafür notwendig. Besonders bei den unter 3-Jährigen gebe es Aufholbedarf. Dort liege die Betreuungsquote bei nur 30%. Die Frist für Gläubiger im Kickerliner Insolvenzverfahren endet. Nur noch bis Mitternacht können Forderungen angemeldet werden. Eine Nachfrist läuft bis Mitte September. Kundinnen und Kunden sind nicht betroffen. Die ehemalige ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schrambeck heuert in Saudi-Arabien an. Wie der Standard berichtet, ist sie Vorstandsmitglied bei Aramco Digital, einer Tochter des saudischen Ölriesen Aramco. Dort soll sie sich mit digitalen Themen befassen. In Salzburg in Lamprechtshausen ist eine 35-Jährige tot in ihrem Wohnhaus gefunden worden. Die Polizei geht von Mord aus. Als tatverdächtig gilt der 41-jährige Ehemann. Er hat Suizid begangen. Die A9, die Pyrenautobahn, ist am Nachmittag für 2 Stunden zwischen Leibnitz und Wildern gesperrt worden. Grund dafür war eine Explosion in einem angrenzenden Firmengebäude, bei der ein Mann verletzt wurde. Aus Sicherheitsgründen bleiben das Firmengebäude und die nahe Umgebung weiterhin abgesperrt. In Irland haben tausende Menschen von Sinead O'Connor Abschied genommen. Die Sängerin ist Ende Juli im Alter von 56 Jahren verstorben. Heute wurde sie in ihrem Wohnort Bray beigesetzt. Wie sehr sie die Irinnen und Iren berührt hat, kann man auch auf einem Hügel in riesigen Lettern lesen. Irland liebt Sinead, steht hier geschrieben. Dementsprechend viele Menschen wollten der Künstlerin die letzte Ehre erweisen. Auf der Küstenstraße in ihrem Heimatort fanden sich unzählige Fans und Trauernde ein, und viele hatten ihren größten Hit im Ohr. Ein großer weltweiter Hit und ein großer Erfolg im deutschsprachigen Kino, der erfährt nun eine Fortsetzung. Der nächste der beliebten Eberhofer-Krimis läuft diese Woche an. Er heißt Re-Ragout-Rendezvous. Schon mehr als 8 Millionen Besucherinnen und Besucher hat die Filmreihe rund um den bayerischen Provinzpolizisten bisher ins Kino gezogen. Im neuen Film jetzt sieht sich Franz mit vielen Veränderungen konfrontiert. Hat dein Vater mit irgendjemand Streit gehabt? Ein mysteriöser Vermisstenfall im bayerischen Niederkaltenkirchen hält Franz Eberhofer wieder ordentlich auf Trab. Dem Franz ist ein Ohr zugeflogen. Und das könnte das Ohr vom Steckenbilder sein. Zum großen Verdruss ist beim Provinzpolizisten aber auch privat einiges in Schieflage geraten. Vor allem der Umzug der Oma stellt die Familie vor eine große Herausforderung. Ich zieh zum Moshammerlisl. Und wer kocht? Auch 10 Jahre nach Dampfnudelblues, der Erstverfilmung der Rita-Falk-Romane, überzeugt die bereits 9. Komödie Re-Ragout-Rendezvous mit viel bayerischem Witz und charmanten Dialogen. Ich glaube, das Geheimnis ist sicher auch, dass die Figuren einfach in ihrer Unperfektion sehr sympathisch sind. Wenn es einen Preis gäbe für das beste Arbeitsklima an einem Filmset international, würden wir wahrscheinlich auf jeden Fall im oberen Ranking wären wir dabei. Mit dem Gastauftritt von Monika Gruber holt Regisseur Ed Herzog Bayerns erfolgreichste Kabarettistin mit ins Boot. Ja, die war doch heute eine Durchsage, dass er aus der Psychiatrie ausgebrochen ist. Er hat wahllos Sachen mitgenommen und wollte die D-Mark zahlen. Wir haben ihn dann gleich eingesperrt.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Esther Kummer meldet sich gleich mit dem Wetterbericht. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.